Guten Morgen. So, wir sind jetzt in Manila angekommen. Wir sind gestern, glaube ich, 14 Stunden für 300 Kilometer hier mit dem Bus den ganzen Tag und die halbe Nacht gefahren. Also hier der Verkehr, der ist echt eine Katastrophe hier in der Umgebung von Manila und eigentlich auch in jedem Dorf, wo wir durchgefahren sind, standen wir im Stau. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier in Manila. Genau. Und wir konnten hier immer auch Grabcar benutzen. Es ist echt gut, weil Manila ist ja nicht so die sicherste Stadt und es gibt dann noch ein bisschen Sicherheit, wer der Fahrer ist und auch beim Preis. Und es funktioniert echt gut. Also wenn ihr hier seid, ladet euch am besten die App runter und fahrt einfach damit. Dann erspart man sich vieles an Mühe. So, wir sind jetzt hier in die Innenstadt gefahren und machen jetzt so eine kleine Stadttour hier. Und der erste Punkt ist hinter mir schon, ist die Kathedrale hier von Manila. Schauen wir uns mal kurz an. So, wir sind jetzt, wie ihr vielleicht kurz gesehen habt, in den Fort Santiago reingegangen. Also es ist so eine Festung, die heutzutage nur noch ein Museum ist. Und die wurde damals gebaut von den Spaniern, nachdem es einen Kampf gab gegen die muslimische Bevölkerung hier. Und die Philippinen haben verloren. Als Symbol des Sieges wurde dann diese Festung hier gebaut. Und die hat dann auch sehr, sehr lange als eines der wichtigsten Verteidigungsfestungen hier in den Philippinen für die Spanier gedient. So, jetzt sind wir hier auf dem Plaza Moriones, der liegt direkt vor der Festung. Den müssen wir noch kurz überqueren, aber ihr seht schon im Hintergrund, da ist der Eingang und da geht's jetzt hin. Übrigens gibt es hier gerade so ein paar festliche Veranstaltungen, deswegen seht ihr im Hintergrund die ganzen Stände. Aber die fangen ja später an, also wir werden die gar nicht sehen, das glaube ich erst gegen 6 Uhr abends und jetzt ist ja noch relativ früh. Übrigens ist es heute auch echt warm. Vielleicht sieht man das nicht auf der Kamera, aber es sind hier bestimmt 36 Grad und sind ein paar kleine Wolken aufgezogen. Dadurch ist das richtig schwül hier. Also, huch, ja, also wir brauchen viel Wasser heute. In der Festung gibt es ja auch ein Verlies, das ist das hier neben mir, aber ist leider geschlossen. Jetzt geht ja auch 41 Meter weiter tief hinunter, aber gerade ist wegen der Überflutung nicht für uns zugänglich. Also gehen wir ein bisschen weiter. Hier wurde früher auch Schießpulver gelagert und später wurde das Ganze dann eher als Gefängnis benutzt. Und so sieht übrigens hinter uns das wunderhübsche Manila aus. Sehr hübsch. So, hier sind jetzt verschiedene Gebäude, die es auch in Manila gibt, nachgebaut worden. Und das ist hier die Kathedrale, die wir euch gerade gezeigt haben. Nur kleiner. Merkwürdige Rutsche. Zum Soldaten drauf und dann kann man hier runterrutschen. So, geht's weiter. Wir laufen jetzt einfach hier ein bisschen durch die Altstadt bzw. durch die Innenstadt. Und hier gibt es halt viele kleine Parks oder aber auch Denkmäler. Jetzt hier hinter mir ein Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Aber es gibt auch viele Kirchen, wo wir hier vorbeikommen. Und ja, ich glaube, wir zeigen euch einfach ein bisschen mal jetzt hier, wie Manilas Altstadt bzw. Innenstadt aussieht. Also
Also es wird heute wohl nicht so ein langer Tag werden, weil das Wetter uns ganz schön fertig macht. Und wir, wie gesagt, gestern 14 Stunden im Bus saßen. Werden wir noch ein bisschen uns die Altstadt angucken, aber auch rechtzeitig wieder ins Hotel gehen und vielleicht noch ein bisschen Videobearbeitung machen oder Reisebericht schreiben. Das reicht für heute. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Ooh. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning. Blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need. Hello. Jetzt haben wir schon wieder neue Freunde hier gefunden im Park. Ja. Die waren alle ganz nett. Die waren auch alle in Deutschland und haben die Häfen vor allem besucht, in Kiel und Hamburg. Und erzählen uns gerade davon. Bye bye. Bye bye. So, jetzt geht's weiter durch den Park. Mhm. Wir werden hier sogar hinten gefilmt. Mensch, hier sind hier berühmte Leute. Blind us to giving. Where you wanna go? Where you wanna go? Stars align onto your face. Pretty sweet, your sour taste. Make me sing along. Haben uns jetzt noch was zum Essen gesucht nach unserer kleinen Stadttour. Sind wir bei so einem Japaner gelandet. Kommt noch ein bisschen was an Essen. Das erste ist schon mal da. Ja, lasst es uns jetzt schmecken und dann geht's zurück ins Hotel. So, wir sind jetzt wieder im Hotel und machen noch ein bisschen was für unseren Blog, also ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Reisebericht schreiben und ja, wahrscheinlich haben wir, was wir heute gesehen haben in Manila, ist natürlich noch längst nicht alles, es ist einfach riesig und das war jetzt nur der relativ touristische Teil, die Innenstadt, aber ja, wir waren halt schon mal ganz kurz in Manila zum Umsteigen, so 5 Stunden und ja, bin ich nochmal so ganz kurz in eine kleine Seitenstraße reingegangen, obwohl es eigentlich immer noch recht touristisch dort wurde. Und da kam dann auch gleich so ein kleiner Junge, der so getan hat, als ob er mich schlagen würde und ganz aggressiv und wollte mein Geld haben. Und da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, muss ich sagen. Selbst wenn es ein Junge war, war der auch genauso groß wie ich und hat auch nicht aufgehört. Ich konnte mich dann doch ganz gut rauswenden und wieder zu Chris laufen. Wir haben auch andere Horror-Stories gehört von Leuten, die uns hier über den Weg gelaufen sind. Und deswegen sind wir einfach ein bisschen vorsichtiger. Zumal, wie gesagt, also wir haben auch gestern schon ordentlichen Tag hinter uns. Dann kann man ja auch mal nichts machen. Oder Videobearbeitung. Wo wir beispielsweise nach Manila mit dem Taxi gefahren sind, wollten wir ja noch ein bisschen einkaufen gehen, weil unser GoPro-Stab, der ist ja kaputt gegangen, mal wieder. Und da hatten wir online nach einem GoPro-Laden gegoogelt, einen guten mit Bewertung gefunden gehabt. Und die Adresse habe ich dann eigentlich auch eingegeben, beziehungsweise dann den Taxifahrer gesagt, der hat uns hingebracht. Das Einzige, was wir nicht wussten, ist, dass das kein offizieller Shop ist. Das hat uns der Typ vom Laden nicht erzählt, sondern dass das ein Online-Shop ist. Und dann sind wir in irgendeiner Gegend in Manila angekommen, wo ganz verlassene und sehr ja, zerfallene Gebäude waren. Haben sie auch seine Hausnummer dann gesucht. Also sah sehr merkwürdig aus. Aber wir haben dann geklingelt und dann hat sogar einer aufgemacht. Der hat dann einen kleinen Aufkleber dran, wo dann sogar sein Shopname stand. Und der hat uns dann sogar reingelassen in sein Haus und war dann ganz nett, hat uns alles gezeigt. Und ja, konnten wir gut einkaufen und dann sogar aus diesem untouristischen Teil dann wieder mit dem Taxi gut wegfahren. Das war's jetzt aus Manila. Morgen gehen wir dann wieder zum Flughafen und vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.